Heute stellen wir euch einen absoluten Klassiker aus dem Fox-Programm vor. Das MK2 hat sehr, sehr viele Anhänger, kann wahrscheinlich daran liegen, dass es so vielseitig einsetzbar ist. Und warum es so vielseitig ist, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Was mir bei den Fox-Produkten grundsätzlich gut gefällt, ist der dicke und sehr solide Reißverschluss. Da hat man auf jeden Fall viele Jahre was von und muss sich keine Sorgen machen, dass hier irgendwie mal ein Zacken abbricht. Auch die Tasche ist sehr robust, sehr solide. Hier haben wir direkt im Hauptfach den Hauptkörper des Pods. Sieht auf den ersten Blick etwas speziell aus, aber ihr werdet gleich sehen, das hat alles Hand und Fuß hier. Ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten sind natürlich hier die beiden Riesenbanksticks. Die machen aus dem MK2 nämlich einen HiPod und das ist natürlich dann ideal für die Angelei im Fluss oder für jede Situation, wo die Schnur möglichst aus dem Wasser gehalten werden soll. Vorne haben wir hier nochmal eine aufgesetzte Tasche mit vielem weiterem Zubehör, unter anderem die Buzzer Bars, zwei Stück an der Zahl, selbstverständlich. Das ist jetzt praktisch hier die Dreier-Version. Man sieht hier direkt schon, ne? Die Hauptstrebe besteht aus Metall und die Aufsetzungen, wo dann die Bissanzeiger aufgeschraubt werden, die sind aus Plastik. Aber hier muss man sich keine Sorgen machen, dass irgendwas bricht, weil das Plastik durchaus robust ist und sehr solide erscheint. Wer in puncto Langlebigkeit noch weitere Informationen haben möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal den Härtetestbeitrag durchlesen, den wir über dieses Rodpod geschrieben haben. In der aufgesetzten Tasche nochmal ein Reißverschluss mit weiterem Zubehör, unter anderem noch die kurzen Beine, das sollten 4 Stück sein, jawohl. Und natürlich die Stäbe, die jetzt in die Buzzer Bars reingeschraubt werden. Man sieht direkt, das ist auch kein billiges Plastikgewinde, das ist hier richtig robust aus Metall gemacht. Kann man richtig schön anziehen, das hält auch. Man sieht auch hier direkt tatsächlich, unterhalb, hier kommt natürlich der Bissanzeiger ran und hier kann man praktisch nochmal mit einem 50-Cent-Stück zum Beispiel gegenschrauben, damit der Bissanzeiger auch gut auf dem Rodpod ausgerichtet ist. Ein kurzes Wort noch zu den Banksticks, die ja besonders wichtig sind bei einem Rodpod. Wir haben jetzt hier die beiden Größen, das sind die längeren und die kürzeren. Und hier setzt Fox auf so einen relativ soliden Clip. Ja? Da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass das hier mal aus Versehen ineinander geschoben wird. Auch wenn ich hier mit viel Gewalt drücke, das hält bombenfest. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Ich würde sagen, ich baue das MK2 mal kurz für euch zusammen und dann habe ich noch das eine oder andere Wort darüber zu verlieren. Das ist es also, das MK2 in seiner vollen Pracht. Und ich habe jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, hier vorne durch diese beiden Clips das mittlere Gestänge noch etwas zu verändern und es dementsprechend auch auf die gewünschte Länge zu bringen. Was macht das MK2 also so besonders? Es ist die Robustheit und die Vielseitigkeit, die es besitzt. Ihr habt die Möglichkeit, egal auf welchem Untergrund ihr angelt, es komplett flexibel einzustellen. Was mir besonders gut gefällt, sind natürlich die verstellbaren Beine. Die werden hier mittels Druckverschluss verstellt. Ich schraube hier praktisch das Bein etwas raus, kann hier die Feder ziehen und das Bein in die gewünschte Position bringen, drehe es wieder fest und es steht sicher und bombenfest auf jedem Boden. Und deswegen glaube ich, dass es euch einfach in jeder Situation am Wasser unterstützen wird. Es passt sich an alle Uferlagen an, ob ihr am Kanal angelt, ob ihr am Fluss angelt, ob ihr an einem See angelt. Ganz egal, das Pod ist euer vielseitiger Begleiter. Und wir haben natürlich jetzt noch die Möglichkeit, hier vorne diese Langbanksticks ranzuschrauben und machen dann aus dem Ranger MK2 ein waschechtes HiPod. Wir haben euch das Pod bereits in einem Härtetest vorgestellt, das hatte ich erwähnt. Wir haben euch das Pod bereits in einer ausführlichen Produktvorstellung vorgestellt. Ich würde sagen, wenn ihr Interesse an einem Rodpod habt, schaut euch auf jeden Fall das MK2 an. Checkt mal die Beiträge auf capzilla.de. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal.